Okay, läuft. Was? Wie fanden Sie denn heute? Ja, ich kann nicht sprechen, das ist das Dumme. Okay. Ich leider nicht sprechen. Meine Frau, die kann das, aber ich kann nicht sprechen. Ich kann da alles, aber sprechen kann ich leider nicht. Aber Sie haben ja schon gesprochen. Ja, das ja. Zwei Sätze oder so, wie ja, die Vorstellung ja. heute war. Ja, warte, meine Frau hat. Das muss sie, man muss sie für eine Frau kaufen. Okay. Ja, da ich nicht sprechen kann, musst du was sagen hier. In die Kamera? Ja. Was soll ich sagen? Wie es Ihnen gefallen hat. Was heute war. Außergewöhnlich toll. Ja. Hat mir das gefallen. Wieso? Ja. Na, Sie waren nicht da, aber Sie hätten es miterleben sollen. Ja. Dieses, wie sie liest und wie sie spricht, das war wie eine Theateraufführung. Ja, da alles voll. Das war ganz Das kann gemacht werden. Ja, super. Er sagt, er kann nicht sprechen. Er spricht doch super. Das ist Körpersprache vom Feinsten. Ja, ja. Das macht er sehr gut. Als ich ihn kennenlernte, war ein Jahr in der Schauspielschule. Ah, einmal, aber nur ein einmal. Jahr. Nur ein Jahr. Ja, hat aber gereicht für gutes Entertainment. Und wissen Sie, warum er aufgehört hat? Weil er nicht sein Innerstes dem Publikum zeigen wollte. Genau. Genau, genau. Weil ich habe gesagt, wenn ich was sprechen würde, das würde ich wahrscheinlich sehr, sehr gut machen. Aber dann müsste ich immer sagen, was macht denn das furchtbar? Das wirklich, will ich gibt nicht es sagen. Keine Figur, mit das der Sie sich identifizieren können? Doch, aber er würde es nicht zeigen wollen. Er will nicht sein Inneres preisgeben. Ja, deswegen habe ich dann die Frage, ich würde das sagen, ja, aber normal will ich sprechen, das kann ich sowieso, das mache ich nicht, aber richtig. Das will ich nicht sagen. Also wenn ich Sie so sehe, denke ich an Mephisto von aus dem Faust. Ne? Ja, vielleicht, ja. Ja. Gustav Gründgens hat den ja wunderbar... Mit dem haben wir gefühlt. Wir haben die ganze Gründgens-Ära miterlebt in Hamburg. Ja, ja, ja. Von klein auf an, bis wir weggezogen sind. Das war sehr gut. Das haben wir 20 Jahre ungefähr, haben wir Gründgens mitgemacht in Hamburg. Ja. In jedes Stück sind wir gegangen. Ja, ja. Ich liebe das auch. Also Gustav Gründgens mag ich auch, obwohl er ja sehr umstritten ist. Na ja, gut, eine andere Sache. Aber als Schauspieler und als Regisseur das und als Theaterleiter... Und wir sind dann nach Mannheim gezogen und in Mannheim haben sie über die Bühne sehr viel Gutes gesprochen und haben zu uns gesagt, sie werden sich freuen. Wir haben gesagt, wir werden es vermissen, Hamburg. Ach, sie werden begeistert sein von Mannheim. Und wir waren und so enttäuscht. Der Intendant. Ja, der Gründgens. Ja, genau. Da wissen wir immer, schlicht, aber tatsächlich war der auch so einer hier. Was ist das für einer? Das ist die ewige Freundschaft zwischen Israel und Deutschland. Ja. Ah, der war ja. Jüdisch? Das nicht, aber er kann Leute gemacht haben. Versteckt? Ja, ja. Und er hat ja auch eine schwarze Freundin gehabt, oder? Das weiß ich nicht. Naja, eigentlich müsste er einen schwarzen Freund gehabt haben. Ja, eben. Achso, weil er homosexuell, vielleicht war er bisexuell. Das glaube ich nicht. Vielleicht. Aber, vielleicht. Ja. Aber er ist ja umgebracht worden von einem Freund. Ja. Wo war das noch? Das war irgendwo in Chile oder? Ja, daneben. Da nicht sprechen kann, ganz klar, ich weiß es. Aber das ist es, du wirst es. Darf ich das Kreuz noch mal sehen, was Sie da... Das ist eine Schleife. Eine Schleife? Das ist die unendliche Freundschaft. Jetzt wirfst du das auch noch. Ups. Ist das für das Knopfloch? Ja, hält es sich da? Ja, drin bitte, wenn genau richtig, ja. Ich habe das auch, aber das macht unsere Sachen kaputt. Männersachen sind stabiler oder sowas. So, das ist das. Super, da fange ich jetzt ganz groß an, Close-up, Schleife. Und wo kann man das kriegen, die Schleife? Das kriegt man, wenn man von der israelischen Botschaft eingeladen ist. Schön. Schön, das freut mich. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Vielen Dank.